nicht nur verständlich, sondern auch nützlich und sogar notwendig für die Weibchen machen würde. Wir waren dennoch überrascht, dass unsere Hauptdarstellerin während des Liebesaktes einem Grashüpfer nachstellte. In Wirklichkeit war sie hungrig und brauchte Nährstoffe, die sie aber von ihrem Sexualpartner nicht bekam. Sie gab sich mit dem Bein des Grashüpfers zufrieden. Wir mussten uns eine bessere Hypothese ausdenken, die den vermuteten Kannibalismus erklärte. Könnte es etwas mit einem Überschuss an Männchen in dem jeweiligen Gebiet zu tun haben? Zu unserer großen Verwunderung landeten während der Paarung zwei weitere Männchen in der Nähe. 5 Stunden lang warteten sie geduldig, bis der Paarungsakt zu Ende war. Und dann versuchte jeder sein Glück. Aber unsere müde Prinzessin war nicht mehr empfänglich, verhielt sich jedoch immer noch nicht feindselig. Sie warf dem einen nur einen ablehnenden Blick zu. Vielleicht dachte das zweite Männchen, es sei attraktiver, aber das machte auch keinen Unterschied mehr. Sie war bereits besamt und niemand hatte mehr eine Chance. Also schien auch die Fülle an Männchen in keiner Beziehung zu einem wie auch immer gearteten sexuellen Kannibalismus zu stehen. Wir beobachteten viele Paarungen. Wir standen schichtweise Wache, um ja keine Gelegenheit zu verpassen, Zeugen eines Aktes zu werden, egal zu welcher Zeit er passieren würde. Wir waren geduldig, sehr geduldig, was eigentlich eher typisch ist für die Gottesanbeterinnen als für den Menschen. Wir mussten uns alle 4 bis 5 Stunden abwechseln, bis jeder Paarungsprozess seinen Höhepunkt erreicht hatte. Und außerdem hofften wir immer noch, dass das Weibchen das Männchen verschlingt, nachdem sie fertig waren und sich voneinander getrennt hatten. Unsere letzte Hypothese. Doch sobald das Männchen sich und seine Sexualpartnerin befriedigt hatte, zog es sich zurück. Schnell und unerwartet. Die Wahrheit ist, dass das Weibchen nach der Paarung nicht versucht hat, ihren Geschlechtspartner zu jagen, der davon eilte, ohne sich zu verabschieden. Bei dem Versuch, uns mehr Informationen zu verschaffen, entschieden wir uns, eine andere Art zu studieren, die, wie man sagt, kein kannibalistisches Verhalten aufweist. Die männlichen Bewerber zeigen bei der Partnersuche keinerlei Zurückhaltung. Tatsächlich gibt es keine Anstalten für ein offensichtliches Werben vor der Paarung. Im Gegenteil. Das Männchen liegt auf der Lauer, verfolgt das Weibchen und wirft sich auf sie, als ob er sie jagen würde. Sie versucht, das aufdringliche Männchen abzuschütteln, das, sobald es an seiner Eroberung festhängt, nicht aufgeben wird. Und sie paaren sich in einer viel kürzeren Zeit. Sie brauchen nur 15 bis 20 Minuten. Doch bevor sie fertig waren, landete ein ungebetenes Männchen mit festen Absichten auf den Liebenden. Mit einem gezielten Schlag machte es seinem Rivalen so lange Angst, bis der sich nicht weiter paaren wollte.
Und was als nächstes passierte, machte uns sprachlos. Das aufdringliche Männchen schien den Unterleib des Weibchens so fest zu umklammern, als würde es etwas ausquetschen. Wir vermuteten, dass es versuchte, das Spermapaket seines Vorgängers zu zerstören. Auf diese Weise wäre das zweite Männchen vielleicht sicher, dass die Gene, die die künftigen Nachfahren tragen werden, seine eigenen sind. Die Trennung nachher verlief friedlich, als ob das Männchen nur seine Pflicht erfüllt hätte. Jede Beobachtung bestätigte mehr und mehr, dass diese Tiere keine Sexualkannibalen sind. Für uns ein unbestreitbares Faktum. Nach jeder Paarung sucht das Männchen nach neuen Herausforderungen. Die Weibchen dagegen müssen ihre Eier legen. Nach ihren Energiereserven zu urteilen, können sie bis zu 3 Wochen dafür benötigen. Unsere Gottesanbeterin war wohlgenährt. Sie wurde vor ungefähr 20 Stunden besamt und ihre Zeit war gekommen. Sie hatte einen guten Platz gewählt. Der kleine Baumstumpf würde sicher bis zum nächsten Frühjahr stehen. Im Vertrauen darauf begann sie, jedes der ungefähr 150 Eier in den Eikokon zu platzieren. Die Kapsel wird ihren empfindlichen Inhalt bis zum folgenden Frühjahr gut schützen. Dann wird ein neuer Kreislauf, eine neue Geschichte des Lebens beginnen. Der evolutionäre Erfolg dieser Insekten erlaubte es ihnen, sich auf der ganzen Welt zu verteilen, schon damals, als die Kontinente zusammen noch eine Landmasse bildeten. Heutzutage ist das Überqueren der Ozeane eine beinahe unüberwindbare Hürde für den größten Teil der Fauna. Die Erklärung dafür, dass manche Arten der Gottesanbeterinnen das Meer überquert haben, war, dass die gefüllten Eihüllen per Flugzeug oder per Boot versteckt im Gepäck mitgereist sein mussten. Die Nester der Gottesanbeterinnen verbargen sich zu Hunderten als blinde Passagiere an Bord. Sie haben die menschlichen Grenzen überwunden, was sie zu einer neuen Form von Einwanderern machte. Ich versprach Ihnen ein spannendes Ende. Als der dritte Sommer des Forschungsprojekts zu Ende ging an einem der letzten Filmtage, gerade als wir dachten, wir wüssten ziemlich viel über die Gottesanbeterinnen, passierte das.
Alle unsere Thesen wurden über den Haufen geworfen. Auf unerwartete Weise zeigte ein Weibchen letztendlich den kannibalistischen Instinkt, von dem wir schon dachten, er sei nur Legende, ein Märchen. Nach einer so langen Zeit, die wir verbracht hatten, um dieses Tier kennenzulernen, zeigte sich, dass wir nichts verstanden hatten. Wir schrien uns an, versuchten zu verstehen, was hier vor sich ging. Das Männchen ließ sich von ihr jagen. Warum versuchte es nicht zu entkommen? Es spreizte nicht einmal seine Flügel. Das Weibchen hatte es bewegungsunfähig gemacht und es dann in Paarungsstellung positioniert. Er hat dabei keinen Widerstand geleistet. Er versuchte in keiner Sekunde, sich zu verteidigen, hielt einfach nur still, als sie ihn langsam auffraß. Die nächsten 40 Minuten waren furchtbar. Er hat nicht einmal getreten. Hat er Schmerzen gespürt? Warum ließ er nicht von seiner Partnerin ab? Wir hatten etwas von einer hemmenden Drüse während der Fortpflanzung gehört. Könnte es wahr sein, dass die Männchen darauf vorbereitet waren, dass dies passierte? Obwohl es nur einmal unter einer Million Fällen vorkommt. Könnte dieses Verhalten ein Überbleibsel der Vergangenheit sein, als vielleicht ein Ungleichgewicht im Verhältnis von Männchen und Weibchen bestand? Welche Rolle spielte die natürliche Selektion? Als unsere Gottesanbeterin die letzten Überreste ihres Liebhabers verschlungen hatte, war uns eines klar. Unser Projekt war noch nicht am Ende. Was, wenn alles von unserem Untersuchungsprozess selbst verursacht wurde? Natur zu untersuchen impliziert Manipulation. Unsere bloße Anwesenheit ist kein natürlicher Faktor. Doch wie sollen wir sonst an die Tiere herankommen? Wie sollen wir sonst unsere Neugierde befriedigen, etwas erfahren, etwas lernen? Wir hätten gerne einen Mythos widerlegt, der um die Tierwelt herumgeistert. Aber das, was Jean-Henri Fabre am Ende des 19. Jahrhunderts passierte, hätte auch uns passieren können, dass es das, was wir verfolgen wollten, in Wirklichkeit nicht gibt.